Wenn es um Kameras geht, ist Sony ganz weit mit oben dabei, aber tatsächlich können sie neben großen Kameras auch ziemlich gute kompakte Kameras herstellen. Und das neueste Modell, die RX100 Mark VI, habe ich hier. Und warum diese Kamera für viele Leute so interessant sein könnte, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Der erste offensichtliche Punkt ist die Größe. Im Vergleich zu einer A7S II oder auch anderen Vollformatkameras von Sony sieht man direkt den Unterschied. Und eigentlich sollte man meinen, dass man bei einer so kleinen Kamera nicht viel erwarten kann. Kurz gesagt, das ist einfach falsch, aber zur Bildqualität komme ich gleich noch. Die RX100 ist deutlich kleiner als die meisten aktuellen Smartphones, was den Vorteil hat, dass man die Kamera immer mit dabei haben kann. Zwar ist sie deutlich dicker als ein Smartphone, aber nichtsdestotrotz passt sie noch immer problemlos überall hin. Und selbst wenn im Rucksack mal kein Platz sein sollte, dann passt sie noch immer ganz easy in die Hosentasche. Nicht umsonst sagt man, dass die beste Kamera die ist, die man immer mit dabei haben kann. Und ich meine, die RX100, die ist wirklich so klein, die kann man immer mit dabei haben, um damit tolle Aufnahmen zu machen. Das Gehäuse besteht komplett aus Aluminium und es gibt nichts, was irgendwie abbrechen könnte oder sonst was. Und das bedeutet natürlich, dass die Kamera einiges aushält und sich extrem gut für Reisen und allgemeine Urlaube eignet. Außerdem gibt es auf der Rückseite ein Klappdisplay und das Tolle ist, dass man dieses sogar komplett nach vorne umklappen kann, sodass man sich selber sehen kann, wenn man ein Selfie oder ähnliches aufnehmen möchte. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich mir bei jeder Kamera wünsche und besonders bei meinen großen Sony-Kameras ist das noch ein großer Kritikpunkt. Schaltet man die Kamera ein, kommt das Objektiv rausgefahren und das ist eine Sache, die mir wirklich gut gefällt und wodurch die RX100 auch ziemlich vielseitig ist. Das Zeiss-Objektiv deckt umgerechnet nämlich einen Zoom-Bereich von 24 bis 200 mm ab und das in einer so kompakten Kamera ist einfach extrem beeindruckend. Zeiss-typisch ist die Schärfe trotz des großen Brennweitenbereichs noch sehr gut, was oft bei so extremen Zoomlinsen zum Problem wird. Der Autofokus hat während meinem Test auch keine Probleme gemacht, sondern war immer zielsicher und auch verdammt schnell, ohne lange hin und her zu pumpen. Bei den Vorgängern war das im Videomodus vor allem immer ein großes Problem, aber auch das hat Sony hier glücklicherweise hinbekommen. Etwas schade ist allerdings, dass die Blende nicht mehr wie beim Vorgänger von f1.8 bis f2.8 geht, sondern nur noch von f2.8 bis f4.5. Das ist aber wie gesagt dem größeren Zoom-Bereich geschuldet, dadurch ist das Bokeh bei Aufnahmen zwar nicht mehr ganz so stark und bei schlechten Lichtverhältnissen muss man den ISO immer etwas höher stellen, aber trotzdem sehen die Aufnahmen wirklich sehr gut aus. Der verbaute Sensor ist 1 Zoll groß und löst mit 20,1 Megapixeln auf und somit ist er von der Größe her zwar unter APS-C, Full-Frame und MFT, aber für eine so kompakte Kamera ist das wirklich ein großer Sensor. Dieser große Sensor in einem doch so kompakten Gehäuse führt allerdings dazu, dass ziemlich viel Wärme entsteht, wenn der Sensor mal richtig genutzt wird und gerade im Videomodus führt das zu einigen Einschränkungen, aber dazu gleich mehr. Schon im Automatikmodus macht die Kamera tolle Aufnahmen, die von den Farben und der allgemeinen Bildverarbeitung den anderen Sony-Kameras entspricht, aber auch der Dynamikumfang und das Rauschverhalten bei schlechtem Licht sind wirklich gut und wer einfach immer eine gute Kamera dabei haben möchte, wird hier absolut glücklich. Man kann aber auch im manuellen Modus Aufnahmen machen, Farbprofile wie bei den größeren Sony-Kameras einstellen und wenn man Videos aufnimmt, kann man sogar in S-Log3 aufnehmen, was einem später bei beim Grading extrem viel Potenzial bietet. Und apropos Video, das ist für mich ja der interessanteste Part an der Kamera. Man kann 4K-Videos mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen und darüber hinaus auch Slow-Motion-Videos mit bis zu 1000 FPS. Ja, 1000. Für mich ist aber die 4K-Videofunktion im normalen Alltag deutlich sinnvoller, weil ich alle meine Videos so aufnehme und die Qualität ist wirklich verdammt gut. Die dynamische Reichweite ist für so eine Sensor- und Kameragröße sehr gut und auch die optische Bildstabilisierung leistet wirklich gute Arbeit, so dass ich selbst bei 200 mm aus der Hand noch ruhige Aufnahmen machen kann, sofern ich mir eben ein bisschen Mühe gebe. Allerdings gibt es ein Problem, wodurch diese Kamera im Videomodus zumindest für mich auch nur eingeschränkt nutzbar ist. Denn durch dieses kleine Gehäuse mit dem verhältnismäßig sehr großen Sensor entsteht eben viel Wärme und die muss irgendwie in Grenzen gehalten werden.
Deshalb ist die 4K-Videoaufnahme auf 5 Minuten am Stück limitiert. Natürlich lässt sich die Aufnahme danach wieder starten, allerdings darf man es eben nicht vergessen. Fairerweise muss man aber auch ganz klar sagen, dass die RX100 in erster Linie als Point-and-Shoot-Kamera dienen soll und nicht für Videos geschaffen wurde. Und das macht die Kamera auch wirklich exzellent. Nicht nur, dass wir diesen super Formfaktor haben, nein, wir haben auch einen eingebauten Blitz sowie einen Viewfinder, den man einfach ausfahren kann. Und dieser Viewfinder ist nicht nur hell, sondern auch schön scharf, sodass man ihn wirklich gut nutzen kann. Allerdings sollte man sich auf jeden Fall einen weiteren Akku kaufen, denn die Laufzeit ist nicht wirklich die beste. Circa 250 Bilder sind mit einem Akku möglich und im Videomodus kann man der sinkenden Akkuanzeige zusehen, ohne dass einem langweilig wird. Fassen wir mal zusammen. Wir haben ein sehr kompaktes Gehäuse, wodurch man die Kamera immer dabei haben kann und trotzdem gibt es diesen riesigen Zoom-Bereich, der einem einfach ziemlich viele Freiheiten gibt. Dazu eben die exzellente Bildqualität bei Fotos und bei Videos, den guten Autofokus und ebenso Features wie die Super Slow Motion Funktion. Die einzigen Kritikpunkte sind die schlechte Akkulaufzeit sowie das 5 Minuten Limit bei 4K Videos, aber wer damit klarkommt und bereit ist 1.250 € für eine Kamera auszugeben, der wird hier auch die beste bekommen, die man immer dabei haben kann.